New York hast du immer mehr Polizei, die du siehst, in den Parks, auf den Straßen, in der U-Bahn. Zum Teil geht es hier auch um die Sicherheit wiederherzustellen, weil wir haben viele Diebstähle, wir haben Überfälle, wir haben Drogenabhängige. Also es gibt auch viele Problemzonen und viele problematische Bereiche in New York. Und ich glaube, es ist schlimmer geworden. Du siehst also hier Drogenabhängige, die liegen in einer Bankfiliale an den Automaten. Und also ich habe die gesehen, als ich nach Hause gelaufen bin. Da denke ich, meine Güte, das ist ja schon schlimm. Du kannst ja nicht mal mehr Geld abheben. Also manchmal läuft es dir schon komisch in den Rücken runter und mir tun die Menschen total leid. Aber wir haben in einigen Bereichen haben wir ein ganz schönes Problem bekommen. Hier bin ich am Washington Square Park, überall ist Polizei. Sie passen auf, es gibt auch viele Obdachlose und immer wieder Übergriffe und Streitigkeiten. Deswegen ist hier auch viel Polizei im Einsatz. Ich glaube, die haben auch in Zivilkleidung, dass man die nicht immer sieht, viele Sicherheitskräfte unterwegs sind. Auch in den Geschäften wird immer mehr eingeschlossen. Und überall ist Security wie hier rechts eben gewesen im Kassenbereich. Also auch hier in dem TJ Maxx war Security immer am Eingang, Ausgangsbereich. Dann sind aber auch mutige Geschäftsleute wie hier See's Candy von Warren Buffett. Das ist ein Pralinengeschäft. Das hat in der Nähe von Chelsea im Village eröffnet. Und da ist immer einiges los, obwohl die sehr teuer sind. Das läuft. Also Warren Buffett investiert trotzdem in die Stadt, obwohl es zurzeit auch Probleme gibt. Hier ist auch wieder Security links in einem Kaufhaus, Century 21 heißt das, wo es auch viele Discounts gibt, also überall Security. Dann haben wir auch viele Pleiten von Einzelhändlern. Bath & Beyond ist ja pleite gegangen, die stehen leer, viele Filialen. Das ist ein Problem, das Sterben des Einzelhandels, des klassischen Einzelhandels. Und hier ist ein Buchladen, Barnes & Noble. Da ist auch wenig los. Bed Bath & Beyond, der Kursverlauf ist eine Katastrophe. Ein Pleitekandidat, 23 Cent, ein Penny Stock, wertlos im Grunde. Hier hat New York University, da haben die Studenten gefeiert. Das ist eine der besten Universitäten New Yorks. Wir haben Top-Universitäten, wenn du dort einen Abschluss hast. Oder bei Columbia in New York. Dann hast du wirklich was in der Hand. Das sind mit die besten weltweit. Ich glaube, die sind wirklich gefragt, die Elite-Universitäten in Amerika. Natürlich hatten einen super Ruf, Harvard, MIT und so weiter. Wenn du da einen Abschluss hast, dann ist deine Karriere im Grunde ist dann schon super erledigt im Grunde. Rockefeller-Universität haben wir auch. Also du hast hier beide Welten, total die Elite, ja. Total die Elite mit gut bewachten Universitätsgeländen und Superparks und Privatgeländen. Und also es ist unglaublich. Hast das einerseits und andererseits hast du diese Armut, diese Elend, dieses Elend, diese Drogenabhängige. Hier habe ich gesehen, die kennt ihr vielleicht, Dr. Barbara Sturm, per Zufall getroffen in Soho. Die hat ihren Leuten einen Laden aufgemacht, die macht Skincare, aus Deutschland ist sie und sie hat total den Mut bewiesen. In Soho, wo viele Läden gerade zumachen, macht sie einen auf. Total der Luxus. Wäre mir zu teuer, da kosten so kleine Creme-Töpfchen, kosten da ein paar hundert Dollar und ist schon teuer, aber ich finde sie super, super freundlich, super nett und sie macht viel in Hollywood mit Promis wie Oprah und so. Und sie vermarktet sich clever. Also ich finde die Frau wirklich beeindruckend, Dr. Barbara Sturm. Ja, dann habe ich einen Fondsmanager, einen ganz bekannten Fondsmanager besucht. Da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Der hat mich zu Hause eingeladen. Wir haben lange geplaudert. Ich finde den total super. Dann hier Times Square. Werbung für T-Mobile US. Und da siehst du mal, da ist also munter einiges los. Und da ist eigentlich viel Konsum und alles sind happy. Irgendwo hast du da nicht das Gefühl mit der Obdachlosigkeit und den Problemen. Also es gibt immer mal wieder so Bereiche, wo du dann ganz viele siehst und wo du dann ein bisschen denkst, was ist los mit Manhattan? Und dann hast du wieder ganz, ganz lebhafte Bereiche, wie hier am Times Square. Dann war ich in D.C., Washington D.C., ist herrlich der Blick aufs Kapitol.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da durchs Senatgebäude gelaufen, durch die ganzen, habe ein paar Senatoren gesehen und in so ein paar Büros reingeschaut. Das Gebäude ist ja offen für die, jedermann kann da im Grunde reingehen. Es gibt ein Security, wo natürlich jeder auf Waffen überprüft wird. Und dann kannst du dich in dem Parlamentsgebäude im Endeffekt frei bewegen. In den meisten Hallen und Etagen kann man einfach durchlaufen, du kannst zu essen gehen und so. Ist super interessant. Und das andere Bild von Washington sind hier die Obdachlosen, die campen hier wild überall. Und da, zum Teil ist der Gehweg belagert, zum Teil die Grünflächen und zum Teil nimmt es auch überhand. Also mir tun die Menschen leid, aber in Washington haben wir ein Problem, in New York City. Ganz stark und schlimm ist es geworden, die Problematik in San Francisco, in Kalifornien, in manchen Gegenden. Da hier links ist auch einer, der da haust. Die sammeln auch viel Müll und Folien und so. Also es ist schon traurig zu sehen, dieses Elend, diese Zweiklassengesellschaft, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Aber Amerika wird das auch wieder in den Griff kriegen. Amerika ist ein extrem erfolgreiches Land. Und die werden das wieder mit dieser ganzen Drogensucht. Hier ist Republic Services und Waste Management. Ich bin ja ganz begeistert von diesen großen Mülldienstleistern. Da habe ich ja schon öfters drüber gesprochen. Hier wieder die Obdachlosen entlang vom kompletten Gehweg. Also ist auch ein bisschen schaurig, weil man nicht weiß, nachts, wenn du da entlangläufst, wirst du da überfallen oder was. Republic Services, man sieht, den Chat geht durch die Decke, ein Müllentsorger. Und hier. Cisco, eine Dividendenmaschine, seit über 50 Jahren erhöhen die ihre Dividenden. Ein Zulieferer für Restaurants und Gastbetriebe und Caterer, die bringen eben das Essen jeden Tag vorbei. Ich freue mich immer, wenn ich so große, tolle Marken sehe, mit so tollen, langfristigen Stories. Da war ich in Washington in einem Hotel und hier ist Cisco, siehst du die Aktie. Die hat einen kleinen Knick gekriegt. Vielleicht ist das auch interessant, wenn man jetzt nach der Korrektur sich das mal nochmal anschaut. 24er KGV. Du kriegst eine stetig steigende Dividende, zumindest bislang. Und hier das Weiße Haus. Da gab es auch Proteste und da haben dann Leute ihre Zelte aufgebaut und campen dort. Und also es ist interessant, die freie Meinungsäußerung in Washington direkt. Am Weißen Haus, alles ist möglich. Und es ist schon beeindruckend, auch das Weiße Haus zu sehen. Ich war auch mal dort, man gibt es auch Besichtigungstermine und so. Und speziell auch für Journalisten gibt es Termine natürlich. Dann war ich mit Freunden essen, wir waren bei einem Inder, dann habe ich Villa Roy und Boch entdeckt und war total happy. Meine Aktie benutzen die da als für Teller im Grunde, ihr ganzes Geschirr. Villa Roy und Boch, Traditionsaktie, uralt. Die Gründung geht weit, weit zurück und solides KGV, niedriges KGV und immer eine schöne Dividende. So, wollte ich euch noch mal ein paar Eindrücke zeigen aus Washington, wie toll das ist, die ganzen Parkanlagen, ist eine grüne Stadt, ist auch eigentlich schon erholsam, tolle Museen und die meisten Museen sind auch gratis, was ganz toll ist. Und also ist immer eine Reise wert, Washington, finde ich super interessant und imposant. Dann haben wir, war ich eingeladen bei einem Freund, da haben wir gekocht, so Dumplings. Das sind im Grunde so Teigtaschen. Und das war spaßig. Auch viel Arbeit ist das Ja, du natürlich. hast im Grunde rohe Zutaten, die wickelst du in so kleine Teigtaschen rein. Das schmeckt total gigantisch gut. Da macht man noch so scharfe Soßen drüber, das wird dann gekocht. Also da sind Tomaten drin, Paprika, Mais und so und Erbsen. Frische Zwiebeln, also es ist ganz, ganz viel Gemüse eben drin. Manche machen dann auch Fisch rein und so. Das wird dann kurz gekocht und dann mit so einem großen Löffel abgeschöpft, wenn das, glaube ich, oben schwimmt. Ja, das ist also, das hat total gigantisch gut geschmeckt und da hatten wir ganz schön viel Spaß, also das zu machen. Auch wenn es viel Arbeit ist. Ja, also ich habe selten so was Leckeres gehabt und so frisch alles. Also das war wirklich spaßig. Ja, und dann waren wir dort und dann zeige ich euch, also ich habe noch so viele Sachen, die ich euch zeigen will. Und meine Aktien, die kaufe ich und gucke gar nicht mehr nach. Ich lasse einfach liegen und alles relaxed sehe ich.
Ja, hier Manhattan, da kann man auch so Schiffe mieten, Segelschiffe und Yachten, und auch für Touristen haben sie viele Ausflüge, auch zum Teil ganz günstig. Ja, das ist also wirklich toll, gerade abends sich das anzuschauen. Und da sind auch einige Partys hier in der Südspitze von Manhattan am East River. Hier ist das Finanzviertel, also sind viele Banken dort in dem Bereich und viele Ratingagenturen und einige Hedgefonds haben hier ihre Büros. Und es gibt hier deutsches Bier, Radeberger, und einige so Biergärten, wo man ganz relaxed feiern kann. Da ist immer was los. Gerade im Sommer ist es sehr, sehr eigentlich cool hier. Direkt in der Nähe von der Brooklyn-Brücke. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Und ansonsten seid mal gespannt. Ich bin dann auf Reise. Und ich mache noch, ich bin in Berlin Anfang Juli und die Termine setze ich unten in die Beschreibung unten rein. Schaut mal nach, ob ihr Zeit habt. Ja, also hier nochmal, ich lade einen Follower und das wäre super, wenn du Zeit hast. Im Juli, 7. Juli, 18:30 im Biergarten James June. Ja, bitte melde dich an über die Facebook-Seite. Es wäre super, wenn ich einige treffe, und es haben sich schon etliche angemeldet. Hier haben wir Resteessen gehabt auf der Dachterrasse von Too Good To Go. Und das Verrückteste, Parken für einen Monat über $1,000, $1,013 plus noch Steuern kommen obendrauf, ich glaube 18% auf diesem schäbigen Parkplatz. Bei mir im Finanzviertel, du kannst noch nicht mal nachts dort parken, sondern nur tagsüber, im Grunde 1000 mit allen Gebühren drum und dran, $1,300 pro Monat Parkgebühr. Ohne Dach, einfach so ein alter Parkplatz.